Servus Leute, was geht ab? Wir sind heute in Makel, in der Karthalle. Wir werden heute ein paar geile Sachen machen. Wir werden zum einen mit großen Bikes fahren. Wir haben die Pitbikes dabei. Schauen wir mal, was sich noch so alles ergibt. Wollen auch mal versuchen, irgendwie mit den Pitbikes mit dem Ellbogen zu schleifen. Mal schauen, vielleicht bekommen wir das hin. Der Boden ist aber ziemlich rutschig, also müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob das überhaupt möglich ist. Wir haben es jetzt noch nie so richtig drauf angelegt, aber wer weiß, mal schauen. Wir werden auf jeden Fall jetzt eine geile Zeit haben und ja, ab geht's. Jeder fragt mich immer, wieso meine Haare so gut stehen. Stehen sie eigentlich gar nicht. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt. Cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, cause you're here with me now. It doesn't really matter. So, wir sind jetzt in der Karthalle angekommen. Chef steht schon bereit, die Instruktoren fahren sich auch schon warm. Wird auf jeden Fall ziemlich geil. Es ist endlich mal warm, ich war sonst immer nur im Winter hier. Wird richtig geil. Wir machen jetzt gerade noch den Vergaser, beziehungsweise Kollege hier übernimmt es gerade für mich, weil ich gerade noch ein bisschen Probleme hatte. Mein letzter Motor vom anderen Pitbike ist ja kaputt gegangen. Deswegen Reifen gewechselt, einen anderen Vergaser rein und jetzt lief der nicht gescheit. Deswegen musst du das nochmal neu machen. Genau. It doesn't really matter, cause you're here with me now. It doesn't really matter, cause I feel so free. So, Lederkombis sind an und ich bin tot. Ich habe eigentlich noch gar nichts gemacht, aber schwitzt schon wie sonst was. Jetzt geht's erstmal runter. Wir schauen mal, wie es mit dem Pitbike ausschaut. Und drehen jetzt erstmal unsere ersten Runden. Erstmal alles ganz chillig. Bisschen einfahren, bisschen die Strecke kennenlernen, sich ein bisschen dehnen. Und dann werden wir mit ein paar Spielchen beginnen. Richtig aus. Jetzt wird erstmal eine Limbo-Stange aufgehängt. Wir bauen jetzt erstmal eine Limbo-Stange auf. Schauen jetzt einfach mal, wer tiefer kommt. Die Jungs mit ihren Supermodus. Oder wir mit unseren Pitbikes. Wir schauen jetzt einfach mal. So, wie viel haben wir hier? Jetzt haben wir 1,30. Wo gehen wir denn hin? Was fangen wir an? So, das ist ja 20. Fangen wir mal an mit 1,20, oder? Du kannst erstmal ganz leicht anfangen. Ich weiß, ja, ich weiß gar nicht. Ja. 1,30. So. 1,20. Ab geht's. Unter 10 cm. Sehr gut. Schaut euch mal die Größe an. Ja, das ist brutal. Also nochmal, ich bitte um Handzeichen. Wer will tiefer? Tiefer. Oh, alle. So, wir sind bei 95 cm. Ich hab's auf jeden Fall einfach geschafft. Ich glaube, das sieht man besser in den Videos. Wir gehen jetzt aber noch mal ein Stückchen tiefer und schauen einfach mal, was noch so alles rauszuholen ist. Aber bis jetzt sind wir eigentlich ziemlich gleich auf.
So, bei 90 cm hört es dann doch langsam auf. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt einmal geschafft habe. Ich glaube, einmal habe ich ein bisschen gemogelt, da war ich ein bisschen an der Seite. Hey, du bist scheiße! Du hast, der Lenker war neben der Stange. Aber sonst eigentlich ziemlich geile Resultate bis jetzt. So, die zwei Pros von uns versuchen jetzt 85 cm. Das ist wirklich gar nicht so hoch. Ich bin gespannt. So, jetzt kommt der zweite Konkurrent. Unsere zwei stärksten heute. War knapp, aber hat noch gebackelt. Okay, 85 mm, 85 cm sind definitiv zu tief. Das war Pitbike und Supermoto fahren in Makel. Vielen Dank nochmal an Hans für die Einladung, hier komplett einen Tag lang zu fahren. Wir hatten auf jeden Fall mega viel Spaß mit den Jungs hier. Alles Instruktoren von der Karthalle hier. Also alles Supermoto-Instruktoren von der Karthalle hier. Wir hatten auf jeden Fall mega viel Spaß. Schreibt auch mal in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Bis dahin.